Mann, was war das nicht gestern für eine Folge? Und tja, sie hat keiner gesehen. Da ist es echt total bescheuert. Ich hätte durchdrehen können. Erstmal an dieser Stelle, hallo und herzlich willkommen natürlich. Schön, dass ihr wieder da seid und schön, dass ich wieder da bin. Denn ich muss mit euch jetzt so ein bisschen so einen kleinen Rundgang machen, euch zeigen, was wir gestern alles gemacht haben, was ihr verpasst habt, was ihr eigentlich nicht hättet verpassen sollen. Das Ganze ist ein bisschen meinem anscheinend Aufnahmeprogramm geschuldet, das gestern... Normalerweise ist es so, ich starte das Aufnahmeprogramm, starte Minecraft. Dann maximiere ich Minecraft, ne, Vollbildmodus, und im Hintergrund läuft die ganze Zeit die Aufnahme weiter, schnippel das dann danach zurecht. Gestern genauso getan. Und als ich dann wieder raus bin aus Minecraft und dann die Aufnahme stoppen wollte, sah ich dann nur, dass es nach 3 Sekunden automatisch gestoppt hat. Da hat es mich dann noch gestern im Stich gelassen, ja. So, was haben wir gemacht? Ich habe hier an der Stelle... das Ganze mal geschlossen. Gestern noch ein bisschen Schafe gejagt, kurz. Dann hier zugemacht, damit wir hier sicher sind in unserer kleinen Behausung. Habe hier, ihr seht schon, den Gang nach unten, nachdem wir nämlich schon wieder mal runtergestürzt sind, habe ich hier noch eine Decke eingezogen und hier einen kleinen Aufgang gemacht, damit ich nicht nochmal hinunterfalle. Habe hier angefangen, Holzboden zu verlegen und hier ein Wasserdingsbumsgedöns gelegt, ja, wie auch immer man das nennen möchte. Mir fällt jetzt keine adäquate Bezeichnung ein, von daher nenne ich es mal Wasserdingsbums. Ab nach hier unten hin, dementsprechend, eigentlich wollte ich eine Tür basteln, hatte aber nicht genug Holz. Jetzt müsste ich eigentlich genug Holz haben, oder zumindest habe ich Türen, das reicht auch schon, dann kann ich das nämlich einbauen. Entsprechend dafür gesorgt, dass halt alles abgesichert ist und ich mir keinerlei Sorgen machen muss, dass von irgendwo irgendjemand herkommt. Es sei denn, ein paar Zombies schlagen jetzt die Tür ein, aber dann schlage ich die Zombies ein. Ja, warum habe ich das alles gemacht? Weil hier unten irgendwo ein Lager hinkommt und ich dementsprechend schon mal vorsorge. Ja, warum habe ich das hier gemacht? Eigentlich erstmal nur so pro forma, weil hier kommt dann Glas hin, ich muss erstmal mit dem Wasser gucken und naja. Wir wissen, das dauert ja mal so ein bisschen. So, weil letztendlich werde ich dann kurz das Wasser unterbrechen da hinten an der Stelle und dann gucken, wie wir das denn hinkriegen. Jetzt ist natürlich so ein bisschen dieses Problem. Ich muss erstmal hier kurz gucken, dass wir, warte mal, jetzt am besten deine Fackel, genau. Weil das bedeutet natürlich, hier muss erstmal das Ganze, das Kohle, yes, sehr geil. Ja, vor allem, worüber ich gestern alles erzählt habe, das war so eine epische Folge. Also ihr wisst gar nicht, was ihr alles verpasst habt. Ich weiß, ihr seid traurig genug, weil es gestern kein Minecraft gab. Ich sollte da aufhören, Salz in die Wunde zu streuen. Ich nehme gleich Pfeffer, ist vielleicht besser. Oder Senf, Senf geht auch. Habe ich so eine kleine Odyssee jetzt in den letzten Tagen hinter mir. Eigentlich hatte ich mich so auf eine Senf, also es gibt so 2 Senfarten, die ich favorisiere schon seit Jahrzehnten. Ich weiß, passt gerade nicht so rein, aber ich finde es gerade ganz interessant zumindest. Da möchte ich gerne darüber reden, das bewegt mich sehr in letzter Zeit. Und eigentlich jahrelang immer zwischen diesen beiden Senfsorten hin und her gewechselt. Ab und zu mal Nummer 3 genommen, wenn es was Besonderes sein sollte. Ne? So nach dem Motto, heute ist der Mittelscharfe nicht scharf genug, nehmen wir diesen anderen Mittelscharfen, der ist so scharf, da brennt es einem schon die Fingernägel weg. Mehr oder weniger, ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ne, egal. Naja, und ja, was soll ich sagen? Der eine Senf hat anscheinend seine Rezeptur geändert. Ich habe keine Ahnung, zumindest schmeckt er deutlich anders als sonst. Und deutlich anders meint einfach mal Kacke. Ja, also er schmeckt nicht danach, zumindest wenn, dann könnte ich es nicht beurteilen. Falls es da Experten gibt, kann ich gerne per PN euch dann die Sorte schicken und ihr könnt das ja gerne austesten und Vergleichsproben anstellen, Geschmacksmuster anfertigen, wie auch immer. Naja, und ich muss halt sagen, das hat mich tief getroffen. Ja. Da war ich schon echt so ein bisschen enttäuscht. Das hat mein Weltbild an dem Tag schon ein klein wenig ruiniert. Muss ich wirklich zugeben. Aber, nun gut, ich habe dann das Beste draus gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, geht das noch eins weiter? Eigentlich dürfte es nämlich nicht eins weiter gehen. Genau, nur bis hierhin und nicht weiter. Sehr gut, dann muss ich nur mal gucken, wo wir denn dann genau hier rauskommen. Damit ich das entsprechend anfertigen kann. Das war jetzt vielleicht nicht so gut. Oh, das ist kein Ding. Das machen wir einfach so. So, wunderbärchenhaft. Ich springe mal runter. Brich mir kurz die Gräten. Hier ist es auch ein bisschen duster. Ja, so geht's. Genau. So, was ist da oben? Tja, was ist da oben? Das lässt sich recht einfach feststellen. Wir gehen einfach mal hoch, würde ich sagen. Ich habe jetzt noch keinen Auf... Oh Mann, ey, Kacke. Toll, jetzt habe ich das Bett schon gebaut. Nein, natürlich nicht. Habe ich noch Holz?
sieht nicht danach aus. Gut, dann müssen wir jetzt hier den Wasserfall hochschwimmen. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Nicht so wirklich. Es ist so schön langsam. Ja, also falls einer was von euch zu erzählen hat, dann so lege er los. Ich weiß, war fies, ne? Das ist wie beim Zahnarzt. Wenn dann der Zahnarzt, während man da liegt, mit aufgeklapptem Kiefer und einem rumdoktert, einen auf einmal irgendwas fragt, und wie war der Urlaub, man? Ne, und ja, das macht keinen Spaß. Also auf jeden Fall stelle ich fest, hier die Innenraumbeleuchtung, bon fortuneux, wunderprächtig, kann man nicht meckern. Was mich allerdings wundert, ich habe schon eine ganze Weile keine Mobs mehr spawnen sehen. Eigentümlich, würde ich sagen, aber nun gut. Das ist echt ein bisschen seltsam. Ja. Hi. Wie ist ein Skelett oder sowas hier? Komisch, ich finde schon eigentlich echt seltsam. Ich könnte, glaube ich, warte mal. Na, kein Creeper, gar nichts. Seltsam. Nee, echt gar nichts. Nur Tiere. Warte mal, Ziva jetzt hier Zoom. Ja, genau, das hat sich verändert. Schwierigkeit einfach. Aber auf einfach spawnen doch welche. Friedlich einfach, ja. Ha. Weil es ist ja unsere Welt mit genau den ganzen Daten. Also, da sollte dann eigentlich schon mal irgendwo jemand spawnen. Das frustriert mich jetzt. Ich wollte gegen Gegner kämpfen und darf es nicht. Habe ich hier vielleicht einen Spawner noch gelassen? Nee, natürlich nicht. Ich nehme mal die Kiste mit. Also das wäre jetzt ziemlich doof, wenn das eine friedliche Welt wäre. Wir könnten es natürlich provozieren, indem wir mal nachts rumlaufen und mal gucken, ob dann irgendwas passiert, aber... Seltsam. Das ist mir nämlich das letzte Mal schon aufgefallen irgendwie. Dass wir gar keine Gegners haben. Was ist das da hinten? Ach, eins von diesen kleinen Häusern, ja. Ja, das ist ja noch von... Wir könnten da unten mal kurz reingucken. Das können wir machen, weißt du was? Nehme ich hier den Baum mit. So. Springen mal kurz hier rüber. Nehmen den Baum mit. Ich schmeiß gleich mal ein bisschen Dreck weg oder sowas. Hier ist das Ding. Das geht auch. Das Ding brauche ich auch nicht. So, dann gucken wir mal. Gucken wir mal hier in diesen Dungeon rein. Normalerweise ist das Ding gepflastert und vollgetackert mit irgendwelchen. Oh mein Gott, das sind so viele schöne Sachen. Ich nehme zumindest die Kohle mit. Mit so vielen tollen Dingen. Verdammt. Warte, ich muss mal hier den Dreck weg. Genau, da habe ich das Eisenerz. Eigentlich würde ich auch gerne das Gold mitnehmen. Nein, nehmen wir mal das, was ich hier so sehe. Halt, ey. Hier bleiben, Freundchen. Du gehörst jetzt mir. Das Eisen denkt sich wahrscheinlich so, ich will frei sein. Ja, das gibt's aber nicht. Frei sein gibt's hier nicht. Das steht nicht zur Debatte. Was mache ich denn jetzt? Kacke, Mann. Ich könnte das rohe Fleisch wegessen. Das lässt sich auch gut ausbauen nachher. Sehr schön. Wunderbärchenhaft. Hat genau gepasst. Genau, dann gib mir mal mein Gold. So, und dann schauen wir doch mal vorsichtig. Betonung liegt doch vorsichtig da hinein. So, jetzt habe ich natürlich. Ah, vielleicht die cleverste Idee, das Schaf zu killen, während man dann gar nicht die Möglichkeit hat, alles mitzunehmen, aber gut, gibt glaube ich Schlimmeres. Ja. Wie gesagt. Ah, oh, das ist das hier. Echt zugepflastert mit Spawnern und allem drum dran fallen. Ah, ich höre Gegner. Cool. Da ist auch ein Spawner. Ja, gut, okay. Es gibt also Gegner, dann brauche ich mir keine Gedanken machen. Gut, dann bin ich beruhigt. Übrigens, diese Dungeons sind echt die Hölle, ne? Also wer denkt, die normalen Dungeons wären irgendwie fies? Pff, du hast sowas von keine Ahnung.
Ganz ehrlich, du weißt gar nicht, was fies ist. Ja, ich erinnere mich da immer noch an diese epische Schlacht von, keine Ahnung welches Jahr. Ich wollte jetzt eben ein episches Jahr sagen, aber es hört sich irgendwie alles doof an, wenn ich sage, so von 2015. Im 13. Nee, 13. Mond wäre nicht möglich. Im 7. Mond. Ja, nein, das klingt irgendwie nicht episch genug. Nee. War hier unten nicht eigentlich auch irgendwas drunter? Ich weiß es nicht mehr. Ach, hier gibt es immer so viele versteckte Sachen, aber naja, ich bin vergesslich. Den kennen wir ja auch schon. Ich wollte mal jetzt so ein bisschen rumgucken, was wir hier noch so in der Nähe haben. Da hinten sehe ich tonnenweise Schiffswracks. Anscheinend gab es hier wohl früher ein paar größere Seeschlachten. Gähn, Langweil, Verrott, Gammel. Tja, ich habe jetzt gerade gesehen irgendwie, auf der Xbox One gibt es jetzt demnächst, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ja gut, okay, ne, war nicht so einprägsam, gibt es demnächst ein Spiel von den Terraria-Machern, sieht optikmäßig genauso aus, allerdings baut man da ein kleines Piratenschiff und schippert dann da in Terraria-Optikmäßig mit Piraten durch die Gegend. Sah irgendwie ganz cool aus. Ich glaube, ich werde mir das mal antun, also zumindest mal angucken. Aber ich habe jetzt noch keinen Preis gesehen, beziehungsweise habe ich ihn, wenn, dann schon wieder vergessen, beziehungsweise kann es auch sein, dass ich ihn verdrängt habe. Je nachdem, wie krass der denn ausgefallen ist. Das Holz könnte ich eigentlich auch gebrauchen, aber nee, egal. Ich gucke mal so ein bisschen rum, ich bin gerade ein bisschen abenteuerlustig. Ja, ich weiß, das ist echt gewagt, aber ich tue das einfach mal so. Es ist echt einsam hier in dieser Welt. Ist das nicht so eine... Oh ja, das ist so ein fieses Mega-Ding.